Schön, dass ihr hier seid. Worum es geht? Joomla Page Builder Extensions und Shortcode Extensions. Wir werden im Verlauf feststellen, dass das irgendwie teilweise dasselbe ist und irgendwie die Dinge alle doch komplett anders sind. Die Frage, worum geht's? Überblick, was gibt es eigentlich so? Klar, es kann nicht vollständig sein. Es wird sicherlich irgendwo noch Erweiterungen geben, die ich nicht gesehen habe, die sich anders nennen, aber im Endeffekt dasselbe Prinzip haben. Aber es geht mal so um so einen groben Überblick. Was gibt es für Funktionsprinzipien? Was sind so die Möglichkeiten, die eventuell im kurzen Überblick Stärken und Schwächen der einzelnen Erweiterungen und so eine generelle Beurteilung, was ist an den Dingern gut oder schlecht? Wenn ihr euch die Farben der Präsentation anseht, werdet ihr so ein bisschen clicky-bunti erkennen. Das war auch so ein bisschen der Aufhänger des Ganzen. Ja, so clicky-bunti zusammenklicken der Seiten. Ist das jetzt so grausam, wie es sich anhört? Oder was ist das, was hinten rauskommt? Ist das okay? Ist das nicht okay? Was gibt es an Problemen, die entstehen oder entstehen keine? Und wenn ja, kann ich es in Kauf nehmen? Und wenn ja, für welche Anwendungsgruppe? Zu mir. Ich bin jetzt nicht der, ihr clicky-bunti übrigens, nicht der Riesenprogrammierer. Ich habe sicherlich einige Skills in den Grundlagenbereichen. Eigentlich komme ich aus dem Bereich Marketing, Projektmanagement etc. Ich arbeite mit Joomla seit den Mambo-Zeiten. Das heißt, ich habe das Projekt kennengelernt, als es noch Mambo hieß. Und dann seit der Version 1.0 im Grunde genommen mit Joomla in der Produktion von Internetseiten verschiedenster Größen. So bin ich da reingekommen. Ja, die erste Frage, die stand, die auf den ersten Blick vielleicht klar ist, aber dennoch gar nicht so einfach zu beantworten ist, was ist ein Page-Builder? Dieser Begriff ist gar nicht so genau definiert, schon gar nicht in der Joomla-Welt. Page, Seite, ist die Gestaltung einer Seite innerhalb eines Webprojektes, einer Internetseite. Das lässt sich im HTML-Bereich irgendwo noch definieren, was eine Seite ist. In anderen Content-Management-Systemen vielleicht auch. In Joomla ist das gar nicht so einfach. Was ist der Inhalt der Seite? Normalerweise würde man sagen, es ist der Beitrag. Aber Inhalt in Joomla findet nicht nur in Com-Content, also in der Beitragskomponente statt, sondern auch drumherum. Module, die Inhalte enthalten, heutzutage in Zeiten von den One-Pager-Seiten sogar eine Menge. Teilweise basieren Seiten komplett nur noch aus Modulen, wo Inhalte dann in einer Custom-HTML eingebunden werden. Das heißt, da kommt Content gar nicht mehr zum Einsatz, die Beitragskomponente. Also kann ein Page-Builder nicht nur auf Com-Content begrenzt werden, wie viele in der Facebook-Umfrage gesagt haben, sondern man muss halt auch weiter gucken. Und das war halt auch so ein bisschen der Hintergrund, warum jetzt nicht nur reine, in Anführungszeichen, Page-Builder drin sind, sondern auch Template-Frameworks, die eine Art Site-Building oder Page-Building machen. Das ist die Liste der Erweiterungen, die ich heute mal mitgebracht habe und mir genauer angeschaut habe. Das sind verschiedene Erweiterungen. Ich kann nicht auf alle Features der einzelnen eingehen, weil, ihr seht selber, ist eine Liste. Wir haben 45 Minuten Zeit. Das heißt, ich kann nur mal ganz kurz und das auch live präsentieren. Wie sieht das Ganze aus? Wie arbeitet das? Wie ist das Look and Feel? Was kann man damit machen? Wie ist das Funktionsprinzip dieser einzelnen Extension und was ergeben sich daraus für Vor- oder Nachteile? Das ist so das Ding und ihr seht dann hinten zum Beispiel Gentry 5. Gentry 5 ist eigentlich für die meisten ein Template-Framework. Aber es kann eben viel mehr und das werden wir gleich sehen. All diese Erweiterungen arbeiten teilweise nach völlig unterschiedlichen Funktionsprinzipien. Die arbeiten also komplett anders. Deshalb habe ich das mal so zusammengestellt. Hallo, komm rein. Eine Bitte habe ich noch. Solltet ihr im Verlauf Fragen haben, bitte kurz notieren im Hintergrund und dann zum Schluss stellen. Vielleicht beantwortet sich das eine oder andere noch. Ansonsten können wir dann im Nachhinein darauf eingehen, weil wir wirklich zügig durch müssen. Sonst kriegen wir die einzelnen Dinge nicht präsentiert. Ja, fangen wir mit der ersten Extension an. Das Ding heißt Gridbox. Entwickler ist die Firma Balboa. Aus der Ukraine, glaube ich, kommen die Jungs. Das Ding gibt es in der freien Version und in verschiedenen Pro-Varianten. Was ist das? Es ist unter anderem ein Template-Engine.
Das heißt, hier werden Templates geladen, es ist ein Page-Builder, es ist ein Layout-Builder. Es hat vorinstallierte Block-Layouts, vorinstallierte Seiten-Layouts, also Templates. Und direktes Bearbeiten des gesamten Layouts ist möglich. Das ist erstmal rein theoretisch. Hier steht live. Also schauen wir uns das Ganze jetzt mal live an. Das ist Gridbox. Es dauert etwas länger. Ich musste einen etwas älteren Laptop nehmen. Das läuft hier alles lokal. Er braucht immer eine Gedenkminute. Auf WF-Zeiten, ja. So. Und wie ihr seht, findet ihr Gridbox unter Komponenten. Das Ganze teilt sich auf in Pages und Themes. Ich gehe jetzt mal auf Themes. Und wie man sieht, ist hier ein Grundlayout, ein Grundtheme installiert. Dieses wird genutzt, um Seiten zu erstellen. Das nun mal vorab. Gehen wir rüber zu den Seiten. Hier sieht man eine Seitenverwaltung. Und daraus kann man schon schließen, der verwaltet seinen Inhalt nicht über die Beitragskomponente, sondern in seiner eigenen Komponente. Man kann sehen, das Ganze ist einem Thema, einem Theme zugeordnet. Und was man auch sieht, er öffnet das Ganze in einer neuen Seite. Es wird eine Art Frontend geöffnet. Da melde ich mich an. Und komme in eine Seitenbearbeitung. Das ist jetzt erstmal eine leere Seite mit einem leeren, mit diesem Template, was dort geladen worden ist. Und ich kann hier unten links über den Button neu einfügen, eine New Section machen. Dann sieht man in einem relativ ansprechenden Design, das Ganze ist so ein bisschen an Material Design von Google angelehnt, eigentlich sehr, sehr schön gearbeitet, dass man hier Spalten und ähnliche Dinge anlegen kann und diese Spalten kann man entsprechend bearbeiten. Was man auch sehr schön machen kann, ist, man kann jede einzelne Reihe in diesem Fall bearbeiten. Das Ganze läuft alles sehr flüssig. Man kann viele, viele Dinge direkt bearbeiten. Das ist eigentlich ganz entspannt. Ich war sehr positiv überrascht von dieser Komponente. Und dann kann man in diese Bereiche Sachen einbauen. Das fängt an mit Standard-Joomla-Modulen, mit Bildern, mit Text und so weiter. Diese Dinge werden von den Entwicklern vorgeliefert. Jetzt findet man hier unten einen Button, der heißt Upload Plugins. Hier kann man aus dem Portfolio weitere Sachen installieren, ja, wie zum Beispiel so ein Counter. Dann verlangt er halt die Zugangsdaten hier und zack, ist der Counter da unten mit drin und man kann ihn nutzen. Und dann kann ich den jetzt auch einfach einfügen, dann ist der Counter da. Und ich kann ihn hier entsprechend konfigurieren, das heißt, welche Zahl will ich da haben, in welchem Speed wird das Ganze verwendet, in welchem Style soll das Ganze dargestellt werden, Margins und ich kann auch eine Custom CSS einbauen. Läuft alles extrem flüssig, da kann ich hier entsprechend noch was einbauen, da mache ich dann mal, okay, war ich zu schnell, der Rechner ist nicht so langsam, so schnell. Jetzt baue ich hier mal probehalber ein Bild ein. Zur Info, das sind alles rudimentäre Joomla-Installationen, da ist nichts drin, außer diesen entsprechenden Dingern, die wir hier bearbeiten. Füge das Bild ein. Ja, auch hier kann ich wieder das ganze Ding bearbeiten. Was will ich damit machen? Wie soll es dargestellt werden? Lightbox, das entsprechende Target, Borders, etc. Alles in einem wirklich sehr, okay, ja, ich weiß, du wolltest noch speichern. In einem sehr ansprechenden Design. Das Look and Feel ist gut. Ja, und so kann man dann halt auch einen Text einbauen, ein einfaches Textfeld, was man hier halt auch entsprechend bearbeiten kann mit dem Editor. So, da oben, das ist das Einzige, was ein bisschen versteckt ist, hier ist dann der Save-Button und dann bin ich soweit klar und dann habe ich meine Seite gespeichert.
Das Schöne hier ist auch noch, dass ich die einzelnen Sections wirklich komplett bearbeiten kann, die ich hier anlege. Also dieser Bereich hier unten, den ich auch komplett bearbeiten kann. Ja, auch hier kann ich entsprechende Dinge pro Section nochmal einstellen. Ja, sogar Hide on Mobile ist mit dabei. Also für jemanden, der ohne viel Code das Ding gestalten will, ist das relativ gut bearbeitbar. Man kann sogar die einzelnen Dinge des Teams bearbeiten. Man kann die Layouts bearbeiten in den verschiedenen Bereichen, Header, Body, Footer. Da kann man eine ganze Menge machen. Und wenn ich von Theme rede, dann kommen wir zu dem anderen interessanten Punkt, den dieser Page Builder bietet, nämlich ja, Templates. Eins ist drinne. Jetzt will ich hingehen und sagen, okay, ich will was anderes machen. Dann bietet Gridbox integriert eine Menge Templates an, die man laden kann. Ja, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Wedding-Template. Das funktioniert alles wieder online. Man muss sich kurz anmelden. Thema wird installiert und taucht dann auch hier auf. Man kann das dann auch zum Default machen. Er geht dann aber auch gleichzeitig hin und legt eine Seite an. Die ist schon komplett fertig, vorgefertigt nach diesem Template. Eigentlich eine sehr feine, sehr schnelle Sache, um Inhalte extrem schnell und gut bearbeiten zu können. Ja. Man sieht, ja, auch ein bisschen, man sieht, das ist alles wirklich einfach zu bedienen, extrem schnell zu bearbeiten. Man kann hier diese einzelnen Bereiche wirklich mit, ohne eine einzige Codezeile zu bearbeiten, freigestalten etc. Das ist Gridbox. Also meine Einschätzung ist sehr freier, komfortable Gestaltung dieser Inhalte. Du kannst das Grundlayout extrem schnell bearbeiten. Die Erweiterung durch die Plugins aus dem Fundus der Entwickler ist sehr einfach und sehr schnell. Du kannst Joomla-Module mit einbinden. Und es gibt auch eine Gallery in Formbuilder in dieser Subscription, die du abschließt. Also alles in allem, erstmal macht das Ding wirklich einen sehr guten Eindruck. Kommen wir zur nächsten Komponente, nennt sich Qix. Kommt von Theme Expert, ist auch ein Template-Hersteller. Gibt es auch in verschiedenen Versionen, eine freie Version und eine beginnt dann die Pro ab 39 Euro. Das Funktionsprinzip dieser ist wirklich auch ein reiner Page-Builder. Der macht nichts anderes, er hat ein paar vorinstallierte Schemata. Und auch das will ich euch mal anhand eines Live-Systems zeigen. Also mal Qix. Geht heute alles nicht so schnell. So, man sieht, das Ding hier ist auch als Komponente eingebunden. Und man hat hier die Möglichkeit, Dinge ähnlich wie in der Joomla-Verwaltung auch zu verwalten, aber auch hier, es findet nicht in der Artikelverwaltung statt. Wir haben eine Testseite angelegt. So, dann sieht man eine Oberfläche, die im Übrigen nicht ganz drauf ist, wie ich sehe. So viel zum Thema Responsive. Auch hier ein ähnliches Funktionsprinzip. Man kann Reihen anlegen, man kann Sections anlegen. Also man kann das Ganze unterteilen. Innerhalb einer Section kann man diverse Reihen anlegen und innerhalb dieser Reihen kann man diverse Elemente einfügen. Also man hat hier Add Element, dann kann man hier aus einer großen Vielzahl an einzelnen Dingen auswählen,
Auch hier Counter, man kann Joomla-Module einbinden, Slider und so weiter und so fort. Auch da eine relativ große Auswahl. Auch die kann man im Einzelnen strukturieren. Was genau soll denn der machen? Wie soll der definiert sein? Man kann Style-Settings und auch Advanced-Settings setzen, IDs und Klassen. Das Ganze ist auch von der Bedienung her okay. Ich finde das Design etwas gewöhnungsbedürftig. Ich habe zum Beispiel hier erstmal gucken, was verdammte Scheiße, wo speichere ich den Kram denn ab? Ja, das tue ich da unten bei diesem kleinen Icon. Also ist so ein bisschen von der GUI her so ein bisschen, ja, sieht ganz nett aus, aber ist erstmal schwierig zu bedienen. Responsive Mode kann man hier sogar für die einzelnen Modes, für die einzelnen Views im mobilen entsprechende Sachen einzeln nochmal separat setzen. Muss ich gerade mal schauen. Das kann man hier duplizieren und auch wieder löschen. Das sind die Elements. Da oben speichere ich das Ganze dann. Ich habe hier auch die Möglichkeit, sogenannte Collections zu definieren. Sekunde. Das waren Sections. Okay. Ich gucke gerade, also es gibt hier die Möglichkeit, in sogenannten Collections Definitionen anzulegen, wie so eine Seite aussieht, die kann ich mir speichern und später immer wieder aufrufen. Das ist eine Möglichkeit von dem Ding. Man sieht hier auch, er hat gerade ein Update, das wollte ich jetzt kurz im Vortrag nicht einspielen. Das Ganze funktioniert auch über Authentication, das sieht man hier oben. Also es sind auch Updater, die über diese Subscriptions arbeiten. Er hat keine eigenen Templates in der Form und ja, ich finde halt die Benutzeroberfläche ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten erfüllt er halt an alle Voraussetzungen, um halt Page-Building zu betreiben. Du kannst deine Inhalte dort einbauen, hast dann auf der entsprechenden Seite, wir gucken uns gerade mal an, wie dann so eine Seite aussieht, wo wir Inhalte eingebaut haben. Ja, da habe ich halt hier das eingebaut und das eingebaut in den Rows und da kann man halt alles einbauen. Das ist relativ simpel und erfüllt den Zweck, den man haben will bei einem Page-Builder, nämlich einzelne Elemente reinzusetzen. So, das war der Kollege Quix. Ja, auch hier arbeitet rein im Content-Bereich, also macht nicht mehr als im Content-Bereich selber zu arbeiten. Inhaltsgestaltung ist relativ frei. Du kannst wirklich die Elemente einfach nutzen. GUI, okay, kann man darüber streiten. Ob das nun gut oder schlecht ist, der eine wird es toll finden, der andere sagt, nö, bisschen, naja. Kommen wir zu einem der bekannteren Page-Builder, den viele benutzen, das ist der SP-Page-Builder von der Firma Joomshaper. Auch den gibt es in der freien Version und in der Pro-Version, fängt dann auch so bei 39 Euro an. Das Ding ist auch ein reiner Page-Builder, also macht außenrum nichts, hat diverse vorinstallierte Add-ons und vorinstallierte Schematas, die man aufrufen kann. Auch das wieder live. Ich wollte da keine Folien zu machen, weil es relativ schwierig ist zu demonstrieren, wie die Bedienung dieser Page-Builder ist. Das sieht man halt am besten, wenn man sie live sieht. Man sieht hier schon, er hat hier so vorne so ein paar Icons eingeblendet, wo man dann Seiten bearbeiten kann, aber der ist auch hier eingebunden. Man kann ihn also als Komponente aufrufen und dann entsprechend seine Sachen hier anlegen. Neue Seite erstellen. Die Funktionsweise ist bei diesen Dingern alle ungefähr gleich. Sie haben eine eigene Page-Verwaltung und bearbeiten dort ihren ganzen Kram. Man sieht dann auch schon,
da hat einer auch ein bisschen weiter gedacht, Open Graph Settings, also die Settings, die notwendig sind, um zum Beispiel eure Bilder bei den Verlinkungen zu Facebook oder so zu erfüllen. Das kann man hier direkt pro Seite machen. Man kann hier Reihen hinzufügen, man kann in diesen Reihen entsprechende Columns erstellen und man kann hier Add-ons hinzufügen, die auch einen großen Überblick an Funktionen haben, also da ist schon eine Menge drin. Wenn man es hier mal sieht, da kann man eigentlich eine Menge machen. Selbst Soundcloud-Anbindung ist da, Facebook Livebox und so weiter. Also auch da ein relativ großes Portfolio. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, genau wissen wollt, was bietet denn die einzelne Extension, schaut auf die Seite, wie gesagt, jedes Feature jetzt zu erklären, alle Möglichkeiten, da brauchst du selbst, wenn wir nachher Gantry 5 nehmen, da brauchst du 4 Stunden, bist noch überhaupt nicht durch. Von daher können wir das hier nicht erfüllen. Hier, das sind dann halt so ein Akkordeon, wo du gewisse Dinge einbinden kannst und auch entsprechend konfigurieren. Machen wir mal was rein. Na. Das Healing stellen wir ein, so Style. Und dann kann man hier unten entsprechende die Akkordeonbereiche entsprechend befüllen, neue dazu hinzufügen. Das kann man ohne Ende machen, das abspeichern und dann ist das Ding da drin. Und wenn ich jetzt hingehe und speichere das, schauen wir vorne rein. Die Frage ist, haben wir da schon ein Menü zu angelegt? Du hast auch kein Teil, das muss weg jetzt. Bitte? Du hast jetzt auf kein Titel, du hast kein Titel angegeben, das muss weg. Ich habe keinen Titel angegeben? Nee. Bitte schön. Aber jetzt wieder dann. Okay, siehst du? Ja, also recht, okay. Machen wir das nochmal schnell. Schnell ist gut gesagt. Der Localhost ist sehr langsam. Wir fügen eine Reihe hinzu. Columns. Zack. Dann machen wir jetzt, damit es einfacher ist, Animated Number rein. Da müssen wir nicht viel machen. Und können das Ganze abspeichern und hier machen wir, was machen wir hier rein? Titel. Ja, kommt schon. Machen wir hier rein, hier machen wir ein High Progress Bar rein. Auch schön, so. Admin Label brauchen wir, glaube ich, nicht. Das geht auch so. Titel. Titel. Test. Und speichern anschließend. Kein Menüelement dazu sehe ich gerade, das legen wir mal schnell an. Neuer Menüeintrag, das ist auch bei fast allen gleich, dass hier im Grunde genommen über die Menüverwaltung dann geht. Ein Menüeintrag genau der Klasse dieses Page-Builders macht und dann die entsprechende Seite aus der Verwaltung dieses Page-Builders auswählt. Ja, das ist eigentlich bei fast allen gleich, die als Komponente arbeiten. Aber da kommen wir gleich noch zu, wo da der Unterschied ist. Hier machen wir auch mal Test. Speichern und schließen. So. Oder auch nicht? Wo war ich? Da. Okay, war das klar. Zu viel rumgespielt in dem System. Was ist jetzt? Willst du noch mit mir? Test 3. Hm? Test 3. Jetzt aber. Ja, ich mach gar nichts mehr. Ach so, danke schön. Das müssen wir nochmal bedenken. Was ist der Nachteil von Live-Präsentationen? So, fest. Und wir sehen, wie wir sehen, sehen wir noch nichts. Haben wir unsere Dinger drinne.
Also, wenn man nicht gerade vergisst, Alias anzugeben oder so, ist es eigentlich relativ einfach. Das Ding hat hier noch... Entschuldigung, da müssen wir hin. Das Ding hat noch Kategorien hier zum Beispiel. Wobei ich da nicht verstanden habe, warum die Kategorien haben, weil du kannst diese Kategorien nirgendwo aufrufen. Das heißt, du kannst da zwar Seiten zuordnen, aber nur für deine interne Selektion. Also die haben erstmal noch keinen Sinn. Vielleicht kommt da irgendwann mal was. Hat mich sehr verwundert. Auch das Ding ist ein reiner Content-Builder, also arbeitet rein im Content-Bereich, ohne irgendwas außen rum zu machen. GUI finde ich jetzt teilweise ein bisschen zu klein. Da mal nochmal eine kleine Einschätzung dazu, wenn wir denn das wieder rausnehmen. Auch sehr freie Gestaltung der Inhalte, da kannst du also eigentlich alles machen. Einfache Nutzung der Elemente. GUI fand ich jetzt auch so, kann gut sein, der eine mag es, der andere nicht. Das ist so, aber das ist ja sehr viel persönliche Einschätzung. Kommen wir zum nächsten. Azura ist von CTH Themes. Habe ich erst am Donnerstag in der Nacht von den Jungs bekommen. Wird vertrieben auch über Code Canyon, das ist aus diesem großen Envato-Market. Kostet $28, ist auch nicht im Jet enthalten, soweit ich gesehen habe. Allerdings sind bei diesen $28 alle Future-Updates drin und ich glaube 6 Monate Support. Also ist jetzt nicht überteuert. Ich habe mein persönlicher Eindruck nur den Eindruck, da steckt nur einer hinter und der hat nicht gerade immer Zeit, weil ich hatte natürlich schon 3 Wochen vorher angefragt, ob ich die Komponente bekomme und 4 Tage vorher nochmal gefragt, ob denn noch was kommt. Von daher könnte es sein, dass in Support-Fragen der eventuell ein bisschen überlastet ist. Ist auch ein reiner Page-Builder, die Darstellung erfolgt auch innerhalb der Komponente und vorinstallierte Block-Layouts gibt es und vorinstallierte Seiten-Layouts. Auch da eine Live-Umgebung zu, die wir noch nicht offen haben. Nächstes Mal habe ich einen schnelleren Rechner, definitiv. Ja, auch dieser Sitebuilder funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Du hast wieder deine Komponente, die im Grunde das Ganze steuert. Hier habe ich auch schon mal eine Testseite angelegt. So, auch hier sieht man, das Funktionsprinzip ist ähnlich. Man kann Rows hinzufügen, also Reihen. Man kann diese einzelnen Gestalten und diese einzelnen Elemente auch wieder entsprechend bearbeiten. Ja, man kann Dinge einstellen, auch hier sind schon die API-ID zum Beispiel drin, die man für die Google Maps braucht und so weiter und so fort. Man kann das wunderbar gestalten. Man kann hier neu hinzufügen, auch hier gibt es eine relativ große Auswahl verschiedenster Add-ons, die man nutzen kann, Single Image und so weiter. Das funktioniert auch alles relativ gut. Man kann hier Templates laden. Eines ist dabei. Man kann aber auch das bestehende Template sich also das, was man gerade gemacht hat, als Template für eine weitere Seite speichern und dann später wieder aufrufen. Und man kann auch Section-Templates zum Beispiel erstellen. Das heißt, man hat bestimmte Sektionen, die man immer wieder verwenden will, speichert man ab und holt sie. Diese Fähigkeiten bieten auch einige der Template-Builder, dass man diese Dinge einfach entsprechend sich abspeichern kann. Und dann haben wir auch hier die kleine Testseite, wo ich die Sachen eingebunden habe. Und auch da ist es relativ unspektakulär, es funktioniert halt. Hier habe ich halt keine Google Maps API drin, da will er nicht und da hat ich das Bild und in der Mitte wäre noch eine Row. Also da kann man auch relativ flüssig und gut mitarbeiten. Das Tool habe ich jetzt noch nicht so ausgiebig testen können, aber auch das tut, was es letztendlich soll.
Elemente innerhalb des Com-Contents oder des Contents-Bereichs darstellen. Wie gesagt, das Ding heißt Azura. Auch relativ komfortabel. Grundlayout ist sehr einfach möglich. Plugins aus dem Fundus der Entwickler ist da. Du kannst auch Joomla-Module einbinden. Und das da unten stimmt nicht. Das kommt noch, stammt noch von einem anderen. Ich bitte das zu entschuldigen. Kommen wir zum nächsten. Joomla Shine Page Builder. Joomla Shine ist den meisten wahrscheinlich Begriff von den Templates, die sie herstellen. Und dieses Ding ist schon wieder so ein erster Sonderfall. Warum? Weil die nennen sich Page Builder, machen aber im Grunde genommen Arbeiten innerhalb von Joomla-Artikeln oder auch Modulen. Denn die nutzen die Möglichkeit und binden Shortcodes ein. Das sind kleine Codes, die beim Rendern der Seite praktisch übersetzt werden in einen gewissen Inhalt. Und deshalb heißt dieser Beitrag auch Page Builder Extensions und Shortcodes, weil es gibt einen Haufen von Erweiterungen, die ähnlich arbeiten. Die also kleine Elemente in den eigentlichen Beitragstext reinsetzen und das beim Rendern auflösen. Das kennt ihr von vielen Plugins, dass man Google Maps über kleine Shortcodes einbinden kann oder solche Dinge. Und der Joomla Shine Page Builder macht im Grunde genommen nichts anderes. Der hat gewisse vorinstallierte Add-ons und man kann die Joomla Shine Extensions auch einbilden, deren Formbilder und deren Slideshows etc. Auch dazu kurz mal, wie sieht sowas live aus? Ja, ist ja gut. Lass mich raten, Tokenfehler. Ah, okay. Wenn man jetzt hier schaut, man hat auch eine Komponente. Allerdings werdet ihr da feststellen, dass diese Verwaltung der Seiten trotz alledem über den normalen Content geht, also über die Beitragsgeschichten. Man hat hier den Page Builder. Ne? Dort kann man eine neue Seite erstellen. Wenn man denn schnell genug ist. Und man sieht hier, dass das ist die normale Com-Content, also es geht hier um Beiträge. Dort arbeitet man und man hat hier oben einen neuen Knopf, der heißt da Page Builder. Wenn man den aufruft, kommen die Page Builder Werkzeuge und da sieht man ein Ähnliches, was man bei den anderen gesehen hat. Man kann Elemente hinzufügen, Rows hinzufügen, das sieht alles ähnlich aus. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Pricing Table einbinde, ja, habe ich hier ein Pricing Table, kann diese Elemente, einzelne Elemente bearbeiten und kann das Ganze da einfügen. Und dann ist das hier drin. Wenn ich jetzt aber mal zurückgehe und gucke, was er gemacht hat, da hat er im Grunde genommen hier so eine Art Shortcode eingebunden, PB Row, Price, Box, Row, was auch immer, und hat dann die Informationen dazu in diesen Shortcode gepackt. Ja, das heißt also, es ist ein ganz normaler Beitrag, den ich auch behandeln kann wie einen normalen Beitrag, auch im weiteren Arbeiten mit Joomla. Da werden wir gleich noch was zu sagen, was das für einen Vor- oder Nachteil hat. Ja, also dieses Ding ist auch relativ einfach zu bedienen. Man kann hier immer weitere Rows hinzufügen, man kann hier auch Columns machen. Also auch das relativ komfortabel, aber eben innerhalb eines Beitrags. Anders als die anderen, da hatten wir es innerhalb einer Komponente. Das sieht man auch nach einer Darstellung, wenn man es auf der Seite aufruft, guckt den Quellcode an, dort wird eine Komponente geladen. Und hier wird ein normaler Beitrag geladen. Das ist ein erheblicher Unterschied in der Funktionsweise. Und da werden wir nachher noch, wenn wir darüber reden, was ist denn jetzt der Vor- oder Nachteil dieser Page Builder, nochmal darauf zu sprechen kommen. Das ist dieser Joomla Shine Page Builder. Auch der hat extrem viel Funktionalität, nur ganz kurz mal erklärt, wie das Ding funktioniert. Schieben wir das nochmal raus. Also ich gehe jetzt nicht mehr so extrem auf die einzelnen ein, weil die Funktionsweise ist immer ähnlich. Ihr habt immer einzelne Elemente, die ihr auswählen könnt, konfigurieren könnt, bei dem einen mehr oder dem anderen weniger. Deshalb von der Zeit her wird es halt schwierig. Ne? Also hier nochmal interessant, arbeitet in Joomla-Artikeln und Modulen.
Es gibt eine einfache Gestaltung der Inhalte, die Elemente sind gut zu nutzen und ich finde, das Ding hat eine relativ durchdachte und strukturierte Benutzerführung. Also das ist auch für jemanden, der so überhaupt keine Zeit hat, relativ einfach zu erkennen, zack, 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 so geht das. Das funktioniert. Also es ist schon eine feine Geschichte. Auch da gibt es eine kostenfreie und eine Pro-Version. Hat man das nicht auf der... Moment. Ja, genau. Es gibt eine freie Version und eine Pro für 49 Euro sind 6 Monate und 69, 12 Monate. Also so eine normale, wie ihr es von dem Templates Club her kennt. Ja. Dann kommen wir zu einem Ding, das heißt Shortcode Ultimate Plugin. Da sagt der Name schon im Grunde genommen, was es ist. Das Ding gibt es auch im Shop für 31 Euro. Wenn du 9,30 Euro mehr zahlst, hast du nochmal 6 Monate Support extra, also ein bisschen bei 12 Monaten. Entwickelt wird das Ganze von BD Themes. Und ja, das ist eine reine Shortcode-Extension, die macht im Grunde genommen das, was wir eben gesehen haben, Shortcodes in Beiträge einarbeiten. Hier aber der Unterschied, es ist direkt in den Editor integriert, das zeige ich jetzt. Und es hat halt eben auch vorinstallierte Add-ons, wie wir sie eben schon gesehen haben. Oh. So, wollen wir rüber. Das ist JT. Moment, Quatsch. Da sind wir noch. Diese Shortcode-Extensions, die jetzt kommen, also einmal dieser und danach der andere, die binden sich direkt als Element in die einzelnen, in den Editor ein. Auch hier habe ich schon meine Testseite angelegt. So, man sieht den normalen Editor und sieht dann hier einen Button, den man noch nicht hatte, nämlich Insert Shortcode und sieht dann auch eine erhebliche Menge an Möglichkeiten. Also das Ding hat irrsinnig viel drin, das fängt an mit Columns, Animationen, Akkordeon und so weiter. Ja, man kann hier einen Dummy-Text laden. Ja, da können wir laden, was soll denn der machen, wie viel soll das sein? Und so weiter und so weiter. Insert Shortcodes. Und wenn ihr beim Schnellklicken unten drauf geachtet habt, unten rechts war ein Button, der heißt Presets. Auch da kann man wieder sich Presets anlegen, Dinge vorfiltern und dort entsprechend einbauen. So, und dann sieht man hier wieder einen Shortcode, der im Grunde genommen das Ding lädt und dann die dazugehörigen Options, die man einbindet. Und ja, so kann man das Ganze dann im Grunde genommen speichern. Und den Frontend aufrufen. Auch das relativ einfach, simpel, wird im Frontend dann entsprechend gerendert. Ja, und so hat man hier halt sein Lorem Ipsum drin. Auch hier ähnlich wie bei den anderen die Funktionsweise halt, nur dass sie im Beitrag stattfindet. Auch da arbeitet Joomla Artikel Modulen, einfache Benutzung. Und es gibt bei dieser Art und Weise einen Nachteil. Wenn ihr bei den anderen die Elemente bearbeiten könnt, wird hier ein Shortcode eingefügt und der ist da. Wenn ihr das wieder ändern wollt, habt ihr ein Problem. Es gibt einen Umweg, sich ein Preset anzulegen und den dann wieder zu laden und zu bearbeiten. Oder ihr bearbeitet halt den Code, der zwischen diesen Shortcodes steckt. Das ist jetzt nicht ganz so komfortabel. Also da muss man dann schon ein bisschen überlegen, wie man das handhabt. Das nächste ist JT Shortcodes. Ist vom Prinzip her ähnlich wie das, was wir gerade hatten. Ist ein Shortcode Extension, ist in den Editor integriert und hat eben diese vorinstallierten Add-ons. Und auch da kurz der Blick, wie das Ding in live aussieht. Den machen wir mal zu. Nehmt den hier.
Und auch da die Testseite ganz kurz. Wie gesagt, es geht hier nur darum, mal kurz zu zeigen, wie sehen die Dinger aus, wie ist das Gefühl, mit dem Ding zu arbeiten. Die einzelnen Features, da muss man dann wirklich, dann, wenn man sich dazu entscheidet, mit so einem Ding zu arbeiten, mal vergleichen, was können die, was haben die für Möglichkeiten. Man sieht hier schon, da habe ich mal ein Dummy-Image angelegt. Jetzt hat man hier oben keinen Button, aber wir kennen das ja noch von früher, siehe da, da unten ist so ein Editor-Button und auch da findet man eine Riesenmenge an möglichen Shortcodes, ja, ein Countdown, da kann man das Ganze dann auch entsprechend konfigurieren und dann auch einfügen und dann sieht man, ist hier wieder so ein Ding eingefügt und wenn man nach vorne geht, ich hatte ja eben schon mal so ein Dummy-Image geladen, sieht man hier, lädt er halt einfach das Bild. Das war das Dummy-Image, was ich eben geladen habe. Also funktioniert auch schmerzfrei, aber auch hier genau das gleiche Problem. Ihr habt einen Code drin, den ihr nicht mehr verändern könnt. Ihr müsst es neu gestalten. Das heißt, wenn ihr feststellt, oh scheiße, ich wollte eigentlich das andere Bild, gestaltet ihr wieder von vorne. Also macht ihr wieder das gleiche von vorne, was ihr eben gemacht habt. Das ist halt JT Shortcodes. Auch da im Grunde genommen dasselbe, wie für das Ding vorher galt. Module, Artikel, dort könnt ihr arbeiten, einfache Nutzung, Bearbeitung des einzelnen Elements, wenn es einmal drin ist, ist schwierig. Dann noch ganz kurz der hier, Next Gen Editor, sagt auch so ein bisschen, er ist ein Page Builder. Eigentlich ist er aber eine Editor-Erweiterung mit Page Builder-Ansätzen, arbeitet mit Standard-Joomla-Artikeln und hat auch einen Haufen vorinstallierte Dinger. Ich zeige euch das Ding wirklich nur relativ kurz. Das schon mal vorab, halte ich derzeit für keine wirklich gute Extension. Die ist wirklich nur eine rudimentäre Editor-Erweiterung derzeit. Es sind ein paar kommerzielle Dinge angekündigt, die da kommen sollen. Zusätzliche Page-Builder-Funktionalitäten, die sollten aber eigentlich schon im Mai fertig sein. Das ganze Ding hängt weit hinter der Timeline zurück. Da ist wirklich nicht viel zu machen. Im Backend ist das Ding noch rudimentärer als im Frontend. Das Ganze kann im Frontend bearbeitet werden. Du loggst dich ein, bekommst dann einen Button an der Seite, Seite bearbeiten, kannst dann noch ein bisschen mehr machen. Das Ganze ist sehr gewöhnungsbedürftig. Man kann halt hier Sachen einfügen, das ist ähnlich wie bei den anderen. Aber das ist relativ wenig, was man dort machen kann. Ja, also das sieht jetzt erstmal nicht schlecht aus, man kann hier die einzelnen Tabs dazufügen und die Dinge reinmachen. Das ist okay, aber insgesamt sind die Möglichkeiten von dem Ding wirklich relativ begrenzt. Das ist wirklich nur eine kleine Editor-Erweiterung, wo man ein, zwei Sachen relativ schnell machen kann. Und deshalb will ich auch die Zeit da nicht riesig für verplempern, die wir noch haben. Also relativ eingeschränkter Funktionsumfang. Roadmap ist total out of date. Ich glaube, da hängt nur ein ganz kleiner Entwickler. Das ist also ein freies Produkt. Das ist erstmal komplett frei und dann gibt es halt diese kommerziellen Ansätze. Da halte ich im Moment nichts von. Falls ihr da mal drüber stoßt, könnt ihr mal reingucken. Aber das ist meine Empfehlung ist, das dauert noch was, bis das was kann. Von daher habe ich das jetzt nicht großartig behandelt. Kommen wir dazu. Eigentlich sind wir fast schon am Ende, aber ich hoffe, ihr lasst mir noch ein paar Sekunden. Wir haben ja noch, ein bisschen Kaffeepause. Gantry 5 sagt wahrscheinlich einigen was, kommt von Rocket Team, das ist ein großer Template-Club und ist eigentlich ein Template-Framework. Aber es hat einen Layout-Builder drin, es kann mit Particles umgehen, das sind so eine Art kleine Widgets, die vorprogrammiert werden in den Templates des Herstellers enthalten sind, aber auch selber programmiert werden können. Das Ganze basiert auf einem CSS-Framework, basiert auf YAML, wird im Hintergrund gerendert für die Techniker unter euch. Und du kannst das komplette Layout bearbeiten. Und das ist, weil wir ja gesagt haben, Content findet nicht nur in Com Content statt, sondern eigentlich auch rundherum.
ist das meines Erachtens nach auch ein Ansatz, den man nicht ganz verachten kann und der eigentlich auch in die Page-Builder-Schiene reingehört. Wenn der Rechner schneller wäre, wäre ich auch fast fertig gewesen, glaube ich. So, wir sehen jetzt, haben wir Gantry Themes, das ist das Framework, das ist die eigentliche, das eigentliche Framework. Wenn wir das jetzt aufmachen, werden wir sehen, da ist noch nicht viel drin, weil das Ding arbeitet mit Templates. Man kann diese Templates selber schreiben, hier sieht man No Themes Installed, oder man kann eine Komponente des, ein Template von Rocket Team nehmen. Das mache ich jetzt mal gerade kurz. Das funktioniert mit Templates, die auf deren Framework basieren. Das heißt, wenn du ein Template entwickelst und nutzt dazu deren Framework, ja? Achso, alles klar, verstanden. Windows. Aber du kannst ja eigene Templates auf dem Framework entwickeln, das ist ein freies Template, es gibt da auch freie Templates zu, es ist ein freies Framework, ist weiterentwickelt und im Gegensatz zu den Frameworks wie Warp von YoTheme ist es auch ständig als Komponente verfügbar, das heißt, du kannst es ständig updaten, ohne dass du Orten, bei Warp zum Beispiel musst du, wenn du dein Template updaten willst oder dann das Framework updaten willst, da gibt es keine installierbare Komponente, sondern du musst den Warp-Ordner nehmen und den aktualisieren. Jetzt habe ich hier kurz das Template installiert. So, und jetzt sehe ich hier, okay, ist installiert, ich bin drin. Kurz die Erklärung der Begrifflichkeiten. Es gibt sogenannte Outlines. Das ist vergleichbar mit Styles bei Joomla. Du kannst von einem Grundtemplate diverse Modifikationen anlegen, die anders gestaltet sind. Es gibt einen Base-Outline, da sind bestimmte Sachen festgelegt. Die betreffen Farben bestimmter Bereiche, Sektionen. Man hat ja auch Presets, die man laden kann. Und hier sind alle Farben festgelegt in verschiedenen Bereichen. Man kann die frei konfigurieren, das ist extrem komfortabel. Man kann zu den einzelnen Partikels, die jeweils pro Template kommen oder die man auch selber laden kann, selber programmieren und verändern kann, kann man Defaults einstellen. Ja, hier ist zum Beispiel ein Old Carousel, also ihr erkennt bestimmt diesen Old Slider, so ein Carousel Slider. Hier ist ein Akkordeon drin, ein Audio Player. Dann haben die ja Branding drin. Man kann zu Joomla Artikeln bestimmte Sachen festlegen. Da ist alles mit Pop-up Pricing Table. Da haben die, wie bei den Page-Bildern auch, einzelne Elemente, die pro Template vorgegeben sind, die man hier im Base konfigurieren kann und kann dann auch noch einzelne Page-Settings machen und hier auch pro Seite diverse Dinge laden. Die haben noch ein Konzept, das nennt sich Atoms. Da kann man dann pro Outline bestimmte Sachen wie Google Analytics, Custom CSS, Java, Script Frameworks laden. Es gibt da mittlerweile sogar ein Second Market zu. Das heißt, es gibt Entwickler, die haben einen Market für diese Add-ons entwickelt, ein Fixed Header zum Beispiel. Dann kann man da reinladen, einfach installieren. Und zack, kann man den pro Seite dann auch festlegen oder pro Outline besser gesagt und diese Outline dann an der Seite zuordnen. Da hat sich also schon ein Drittmarkt zu entwickelt, der diese Dinge programmiert und für kleine Kohle anbietet in verschiedenen Sachen. Also da gibt es mittlerweile die tollsten Sachen. Die Jungs heißen also Inspire Theme zum Beispiel, bietet sowas an. Da hat sich also schon viel getan. Und aus diesen globalen Outlines kann man dann einzelne Outlines machen. Und das Interessante dabei ist eigentlich das hier. Das, was ihr hier seht, ist die Struktur eurer Seite. In einzelnen Sections, wie man das kennt. Ja? Da oben seht ihr Inherit from Base Outline. Das heißt, man kann das innerhalb von diesen Outlines vererben. Das heißt, wenn ihr sagt, der soll in bestimmten Outlines immer gleich aussehen, kann ich das von einem anderen Outline rüberziehen und vererben. Ändere ich das in einem anderen, kommt das auf der anderen Seite auch. Das ist sehr komfortabel, wenn man größere Projekte hat und verschiedene Outlines dort anlegt. Und das Ganze hier ist alles Drag and Drop. Ja?
Man sieht hier, was für Dinge vorhanden sind. Man kann Modulinstanzen oder Positionen laden. Das heißt, ich kann direkt ein Modul ansprechen und reinladen. Ich kann aber auch eine Position generieren und sagen, die heißt jetzt XY und da meine Module reinladen. Page Content, also das, der normale Content, wo Komponenten und Extractor geladen werden. System Messages kann ich frei irgendwo reinsetzen, wo ich sie haben will. Und dann habe ich hier halt diese Particles, die bestimmte Funktionen abbilden, die ich dann einfach per Drag and Drop irgendwo reinziehen kann. Er passt dann das Ganze an. Auch das kann ich hier per Drag and Drop die Breiten verändern. Ich kann aber auch jeden einzelnen Block separat nochmal bearbeiten. Ich kann ihm sagen, was für eine CSS-Klasse er haben soll, wie der entsprechend gestaltet ist. Ich kann vorgefertigte CSS-Klassen laden, wie Hidden Phone zum Beispiel, um die Bootstrap-Klassen zu laden und. Und ich kann hier dann auch einstellen, wie breit soll dieses Ding sein im Verhältnis der Gesamtseite. Das kann ich also extrem komfortabel gestalten. Und da kann ich eben ohne Ende von diesen, Outlines anlegen, unter anderem auch System Messages wie Booty oder Arrow, Offline etc. Auch das kann ich frei gestalten in dem Ding, kann das speichern und dann über Assignment, über Assignment das Ganze entsprechend zuordnen zu meinen Menüs oder auch Make Default für eine Language. Da kann ich extrem viel machen. Ich kann verschiedene Menüs reinladen und ich kann halt um Content, um den Beitrag oder die Komponente alles frei gestalten, kann vorgefertigte Dinge benutzen oder eben auch Custom HTML-Module etc. Das kann ich extrem frei machen. Das Ding hat auch noch zusätzlich, aber da gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein, eine eigene Menüverwaltung, wo ihr Menüs per Drag and Drop steuern könnt. Hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, du veränderst das im Joomla-Menü und wunderst dich, warum vorne nichts geändert ist. Ist es einmal hier geändert, ist der das Ganze übernimmt. Das Schöne ist, ich kann hier auch Particles direkt oder Module direkt ins Menü reinziehen und sie tauchen mir als Modul innerhalb des Menüs auf. Ist ganz komfortabel, aber wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also das Ding kann eine Menge und ich glaube, das kommt auch dem Begriff Page Builder relativ nah. Es interessiert ihn nicht, was in ComContent drin ist. Das lädt er einfach. Da kann ein Beitrag sein, das kann eine Komponente sein etc. Aber ich kann die ganze Seite extrem frei gestalten. Das ist Gentry 5. Von Rocket Theme, da auch, also wie gesagt, das ist sehr mächtig, das Ding, es kann extrem viel, in die Features da einzuarbeiten, dauert Tage. Es ist, hier unten, es bedarf eine intensive Einarbeitung, damit man das Konzept versteht und versteht, was geht wie und was kann ich machen, aber dann kann man eine Menge machen. Das hier ist ein ganz interessanter Punkt, der gleich kommt, Joomla-Content-Inhalte gehen nicht verloren bei einem späteren Wechsel. Das heißt, solltet ihr euch mal entscheiden, von diesem Ding wegzugehen oder es gibt es nicht mehr, bleibt der eigentliche Inhalt der Content eurer Seite erhalten. Ja, und wenn ihr pfiffig seid und arbeitet halt mit Joomla-Modulen und ladet diese Joomla-Module da rein, dann bleiben auch die Module erhalten und ihr müsst den im neuen Template einfach nur entsprechend laden. Klar, in Verbindung mit den Themes von Rocket Theme hast du eine unglaubliche Bandbreite an Designs. Die haben auch eine sehr gute Dokumentation, auch was Eigenentwicklung betrifft. Das heißt, also wenn ihr selber diese Particles entwickeln wollt, die beschreiben sehr genau, wie macht man das, wie kopiert man die, wie bindet man die ein. Das funktioniert also relativ gut. Ja, das erkennt man jetzt relativ schlecht, gut oder böse. Was ist jetzt die Vor- oder Nachteile von diesen Dingern? Fangen wir mal mit Vorteilen an. Bei den meisten Dingern gibt es eine einfache und schnelle Umsetzung. Du brauchst keine Fachkenntnisse, dadurch sparst du Kosten, du musst keine Entwickler einsetzen oder musst dir nicht Schulungen aneignen. Es gibt extrem viele Erweiterungen und das Ganze geht per Drag and Drop. Das sind grob gesagt die Vorteile. Du kannst es relativ einfach realisieren. Es kostet kein Geld, weil du niemanden mit Fachkenntnis buchen musst. Es geht halt einfach schnell. Jetzt kommen die Nachteile. Es wird bei fast allen Dingern, gerade die Page-Builder, extrem viel Style-Informationen im Code geladen. Das heißt, man hält sich da wenig an das Prinzip sauberer Code. Es sind riesige Diff-Wüsten, weil die auch nicht wissen, was wird denn da gerade reingeladen. Laden die erstmal zig Container drumherum. Das ist aus Semantik-Sicht nicht besonders toll. Es werden mehr oder weniger große Frameworks geladen. Das ist ein Performance-Impact, der mal größer, mal kleiner ist. Vielfach verzichtet man auf Joomla-eigene Funktionen, Items. Wie zum Beispiel sind bei einigen Page-Buildern gar keine Blockübersichten möglich mit den Dingern, die ich erstellt habe. Oder Listenübersichten. Das geht gar nicht, das funktioniert nicht, weil die verwalten nur selber. Du kannst keine Joomla-Funktionen aufrufen. Thema Sicherheit. Komplexe Skripte sind immer anfällig und
was in Joomla an Problemen ist, das findet die große Community meistens selber. Kleine Entwickler, bis da mal so ein Fehler gefunden ist und wird dann schnell behoben, Fragezeichen, wissen wir nicht. Folgekosten, die sind teilweise ja nicht billig, die Dinger. Wenn du das da machst, dann musst du dir überlegen, will ich das Geld noch reinballern oder nicht? Werden die Dinger überhaupt weiterentwickelt? Und das ist eigentlich der größte Knackpunkt. Was passiert, wenn ich Inhalt innerhalb einer Komponente einlade, viel Arbeit reinstecke und der Entwickler sagt nach einem Jahr, ich habe keinen Bock mehr, ich verdiene kein Geld mehr, ich mache das Ding nicht weiter. Und dann kommt Joomla 4. Weg. Eure ganze Arbeit für den Arsch. Weil, klar, könnt ihr alle von Hand kopieren, aber das ist nicht Ziel der Sache. Also, dann ist die Frage, ist das interessant? Ist das für Leute ohne viel Know-how wirklich? Ist das die Zielgruppe dafür? Und wenn ja, okay, ist Feierabend. Aber das ist halt der Tenor. Man muss sich überlegen, wofür setze ich diese Dinge ein? Ist es für mich, für mein Hobbyprojekt, kann ich das Risiko eingehen, dass da morgen nichts mehr drin ist? Habe ich das Kapital, um eine Business-Seite damit weiter aufbauen zu können und alles wieder neu zu machen? Und das sind die eigentlichen Knackpunkte. Der Punkt ist wirklich, die Dinger können das. Ihr habt gesehen, die sind mächtig. Aber sie haben halt, wenn sie mächtig sind, das Problem, dass sie innerhalb einer eigenen Komponente funktionieren. Und da kann es morgen sein, dass all eure Inhalte über den Jordan sind. Und da muss man vorher wirklich gut drüber nachdenken, ob man dieses Risiko eingehen will. Dann sollte man halt überlegen, ob man so ein Framework, Page Builder nimmt wie Gentry und das so aufbaut, dass man mit Joomla-Content arbeitet, im Joomla-Umfeld arbeitet, sodass die Inhalte erhalten bleiben und man sie gegebenenfalls nur umstrukturieren muss. Und das ist eigentlich so das, was ich bei der Analyse dieser Page Builder herausgefunden habe. Wichtig ist wirklich, achtet auf eure Inhalte. Das Problem ist bei all diesen Dingern, eure Inhalte sind auf Gedeih und Verderb diesem einen Entwickler ausgeliefert und wenn der nicht mehr ist, schade. Neben all dem ganzen anderen Performance, Impact etc., den kann man noch in Kauf nehmen, weil dafür kann man vielleicht guten Content liefern, da ist das bisschen Performance dann vielleicht nicht so wichtig, wenn der Content besser ist, weil man sein Geld da reinsteckt, den Content besser zu machen. Aber auf Dauer ist halt die Frage, was passiert mit diesem Content? Bedeutet das, dass wenn ich eine Seite habe für Redaktionen und ich brauche die Joomla ACL, dass es eigentlich komplett vergessen kann? Im weitesten Sinne, ja. Größten Teil, du kannst zwar bei vielen Erweiterungen Berechtigungen setzen, die Joomla ACL nutzen, aber halt nicht so im Gesamtsystem gesamtkonfiguriert. Es geht sicherlich bei der einen oder anderen, der eine kann mehr oder weniger mit der ACL umgehen, das ist von Extension zu Extension unterschiedlich. Alles, was im Content, also im Beitrag funktioniert, klar, da hast du die ACL komplett, aber ich glaube, wenn die diese Shortcodes sehen, dann flippen die auch aus. Ja, also, ja, das war's. Ich habe ein bisschen überzogen, es tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem was gebracht und Freude gemacht. Wenn sollten noch Fragen sein.